Hallo Leute und herzlich willkommen bei 7 Days to Die. Ja, es ist ein neues Spiel und zwar ein Survival-Horde-Crafting-Game mit Zombies und allem Scheiß und Klump und Hasse nicht gesehen. Und ich teste das natürlich nicht alleine, weil sowas muss man im Multiplayer testen. Und wen habe ich mir eingeladen? Natürlich den treuen Wegbegleiter Stagey. Hallihallo. Hallo. Und Twisted LP, hallo. Hallöchen, ich melde mich auch mal zu Wort. Jo, grüß dich. Ja, so wie von dem, was ich so ein bisschen gesehen habe, ist das so eine, ja, ich weiß nicht, so ein Crossover aus DayZ und Minecraft. Also ich persönlich habe noch gar keine Ahnung davon, Stagey auch nicht. Twisted hat ein bisschen Ahnung, ne? Ja, ganz wenig. Gut, also wir gehen relativ unbedarft in dieses Spiel rein. Und ja, schauen doch einfach mal, dass wir hier überleben, zumindest den ersten Tag. Dann fangen wir doch mal an. Neues Spiel. Wir spielen hier natürlich auf Schwierigkeit Nomade, also normal. Friendly Fire machen wir einfach mal aus für den Anfang. Ja, bitte. Genau. Na, das ist nicht. Wenn wir mit dir spielen, ist es ganz schlecht, Friendly Fire anzumachen. Nee, wir werden das jetzt auch so erst einmal ein bisschen so ein Let's Test in Anführungsstrichen machen, ob sich daraus ein komplettes Let's Play entwickelt oder vielleicht ein zusätzliches LPT. Das wird sich dann noch rausstellen. Und wir schauen jetzt einfach mal, ja, dass wir hier die Zombie-Horden überleben. Was meint ihr? Genau. Dann schreibt mal den Server und dann hocken wir uns mal drauf. Genau, die IPs habt ihr alle. Wir haben 24-Stunden-Cycle von 30 Minuten. Cheat-Mode aus und den Rest lassen wir einfach mal so, wie es ist. Genau. Ja, genau, start einfach mal. Genau, Start. Und oh, mal gucken. Die Musik next ist sehr connecting. Ja, ja. Hey, Server's on. Ja, sag, press enter to join the world. Okay. Bei mir geht's aber noch nicht so. Coming next. Ah, jetzt hat. Ah. Hey, Stagey, da ist er. Ich seh dich. Ich seh dich aber noch nicht. Ja, du bist. Ich bin auch hinter dir. So, ich komme jetzt auch gleich. Hallo. So, da bin ich schon. Ich sehe deinen Namen vor mir. Echt? Hallo. Hallo. Oh, oh. Kannst zuhauen. Ja, beim Friendly Fire aber eh aus. Echt? Ja, ich habe Friendly Fire ausgemacht. Schauen wir mal, oder? Man kann looten. Oh, nichts drin. Langweilig. Oh, ich habe schon eine Knarre gefunden. Oh, sehr gut. Warte, ich habe Papier und so einen Müll gefunden. Oh, ich hab hier ein Backpack. Ich hab auch eine Knarre gefunden. Wo habt ihr die Knarre gefunden? Im Auto. Ich hab eine SMG. Oh, ist ja geil. MP5. Ach, schön. Sehr schön. Na, warte, lass mich mal hier im Haus reingucken. Vielleicht liegen hier auch noch irgendwelche Sachen, die man so mitnimmt. Ich hör einen Zombie. Aber jetzt ja, schon. Da hinten. Ja, geradeaus vor uns. Seh nix. Wo bist denn du? Ach, da. Hier, hinter euch. Wo seid? Ah, und da drüben okay. Ist der Zombie. Der läuft da hinten, der Krüppel. Ach ja. Ah, da hinten, ja. Ja, ja, der ist noch weit genug weg. Ich hau dir mal ein paar für die Zähne. Kann ich hier. Ah, ja, okay, scopen, okay. Wow, one hit. Wow, Alter. Ja, der ist aber noch nicht tot. Nee. So, ja. Yep. Hey. Das war mein ist Kill. Aber echt ein bisschen laut. Echt? Ja, aber das war ein bisschen laut. So wie bei Dees, Daisy. Aber, kommen irgendwie immer mehr, ich hab Angst. Ich brauch ne Knarre, los. Ich brauch Geh mal einfach mal ein Stück weiter. Genau. Also hier unten haben wir auf jeden Fall eine kleine Karte, so wie es ausschaut. Oh, es leckt ein bisschen. Ah, mit Shift laufen, okay. Hey Mike, guck mal. Hier ist Mike. Holz. Was? Warte mal. Ich hab einen Stein gecraftet. Was? Warte. Hey. Warte. Ah. Oh, Jungs, es leckt gerade ziemlich. Wer leckt? Also ich leck nicht. Ja, doch. Bei mir. Geht alles. Bei mir auch. Nee, bei mir nicht. Okay. Hm. Ah, jetzt geht's wieder ein bisschen. Ja gut, man muss dazu sagen, das ist das Spiel ist Early Access, das heißt, das ist noch sehr im rudimentären Alpha-Status. Ich glaube, das ist jetzt Alpha 5 oder sowas. Warte mal, ich habe einen Hund gehört, glaube ich. Oh, ich ja, Hunde sind auch da. Also, ich bin tot. Aua, 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 hey, what the fuck? Ach, ich weiß warum, wir sind aus der Map raus. Echt? Ja. Ja, du darfst nicht aus der Map rausgehen. Achso, ist das Map-Ende oder was? Ja, das ist da, wo es grün anfängt. Das ist irgendwie hier, was weiß ich, Radioaktivität. Haben wir da eine große. Okay, hier ist. Mit M kannst du. M. Ah ja, okay.
Wo sind wir denn? Ich hab Angst. Ah, da unten. Da unten. Ich bin alleine. Wir sind ganz unten links auf jeden Fall. Ja, jetzt lass uns mal die Straße entlang gehen, da wo der Stern ist. Ja, warte, ich habe hier noch einen Pile of Garbage, der ist aber alle. Okay. AJ, renn lieber nicht zu sehr. Ey. Weil du hast Ausdauer. Jungs, hab ich warte auf mich! Wartet! Alter Mann! Boah, cool, ich hab einen Stein. Yay. Ich will eine Knarre, das finde ich voll unfair hier. Ich habe übrigens zu der Knarre habe ich 3 Magazine gefunden. Ja, ich leider nur eins. Und so wie es ausschaut, hier unten rechts auf dem Bildschirm sind noch so knapp 20 Schuss drin, würde ich mal sagen. So 20, 25 Stück. Ey, rennt mal nicht so. Deine Karre. Ich höre hier Zombies und irgendwelche Hunde bellen und. Ich habe Glas gefunden. Und Papier wieder. Du weißt doch, Hunde, die bellen, beißen nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier beißen. Also, wenn es nicht nur irgendwelche Ambient-Effekte gibt. Sind das? Gibt's hier Hunde? Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon einen gesehen habe. Ich meine mich dran zu erinnern. Okay. Hey, da ist ein Auto, was ich aber nicht auseinandernehmen kann. Kann man sich hier auch. Was mich interessieren würde, ob man sich so Basen bauen kann oder sowas, weil ja. Ich sehe hier überall so. Theoretisch schon. Kann man. Ah, okay, cool. Aber die Zombies können die, glaube ich, kaputt machen. Ja. Okay. Ja, weil hier sind nämlich überall so Stahlbeton-Teile ja, und. Kannst du zum Beispiel Holz hacken? Du kannst ja zum Beispiel Holz hacken und dir Blöcke draus craften oder sowas. Oder okay. Basen draus bauen. Naja, ein bisschen buggy ist es noch, das sieht man. Schwebt noch einiges in der Luft. Ah, ja, ist halt Alpha. Ja, klar. Damit rechne ich auch, also ganz ehrlich. Aber es läuft schon mal sehr stabil, also dafür, dass es eine Alpha ist, ohne irgendwelche großen Lag-Spikes oder sowas. Nicht schlecht. Warte mal, jetzt schauen wir mal hier auf die Karte. Lass doch mal in diese. Ey, wir laufen hier völlig am Kartenrand rum. Oh ja, wo bin ich eigentlich? Ach, da unten links. Lass doch mal in diese Stadt hier schauen. Gravetown. Kann man auch mit einem Auto fahren, weiß das einer? Bis jetzt glaube ich noch nicht. Auf jeden Fall sehe ich da hinten ein Auto, weil man bestimmt looten kann, so ein blaues. Oh, dann gehen wir mal dahin. Ja, ich brauche eine Knarre, hallo? Nicht nur und, hier. Und wir müssen zusammenbleiben, Jungs. Also ich. Weiß zwar jetzt nicht, wie es hier ist, aber. Hast du was? Ja, er hat eine Knarre. Ich meine, ich kenn's jetzt nur von DayZ und Konsorten. Okay. Ich kenn's zwar jetzt nur von DayZ und Konsorten, aber bei so Zombie-Games ist es, glaube ich, nie verkehrt, wenn man. Hey, nochmal! Ja. Nochmal Munition für mich. So, dann gehen wir mal weiter. Ist mit Sicherheit nicht verkehrt, wenn man zusammenbleibt. Warte, dann lass mal auf der Straße bleiben. Da kommen wir rein, in die Stadt. Ah ja. Sagt auf jeden Fall die Karte. Naja, wir müssen vorne irgendwo links jetzt. Ja. Aber wir können jetzt auch mal in die Häuser reinschauen, ob da Zeug liegt. Hier liegt was auf dem Boden übrigens hier. Zeug und Klump und Blut. Das Stage ist schon wieder gierig. Duffelbag. Ihr lootet den ganzen Scheiß sowieso schon, oder? Ja, brauch ich gar nicht mehr nachschauen. Papier. Find ich schon mal cool. Sachen kann man stacken. Find ich schon mal sehr gut. Ja. Ja. Aber auch nur bis zu einer gewissen Menge. Ja, aber man kann sowieso überhaupt stacken. Ja, bei Wasser ist die Menge 5. Okay, Papier? Okay. Weiß ich nicht. Ne, keine Ahnung. Jojo, hey, das Müll, das Müll, gib mir Müll. Cool, ich hab Papier. Hab ich auch schon 8 Stück. Und Stein. Jetzt hab ich 2 Steine. 3. Ich hab so das dumpfe Gefühl, dass die Stadt verlassen sein wird. Verlassen? Also von Zombies verlassen, oder? Siehst du es ja. Ich glaube, da ist auch ein Gefängnis oder so was mal gewesen. Also eine leere Dose brauche ich nicht, oder? Nimm alles mit. Echt? Kann sein, dass das vielleicht irgendwann nützlich wird. Und schon wieder eine Knarre. Sehr schön. Umbau und Munition für mich. Sehr schön. Lass mal das rote Backsteingebäude da hinten gehen. Rot und da hinten. Da, wo ich halt gerade hinlauf. Ja, du lässt ja ganz zu Batman liegen. Oh, ein Chicken. Was, Hühnchen? Ey, läuft da an jede Tasche vorbei, ne? Seh die nicht so ganz. Doch. Ich habe jetzt 3 Taschen bei dir weggemacht. Ich höre Zombies. Also, dann schauen wir mal. Gehen wir mal hoch aufs Dach, oder ich gehe zumindest aufs Dach. Da liegt was. Oh ja, jetzt habe ich Tresor. Auch oh, ich habe eine Panzerfaust gefunden. Was? Ja, und eine Schrotflinte. Und Panzer. Oh, alter Schwede. Oh, geil. Ey, ich habe Vogeleier gefunden.
Eine Panzerfaust ist doch schon mal sehr gut. Oh, was ist hier los? Ich höre hier was. Hey, ich habe gerade eine Matratze mitgenommen. Hey, guck mal hier. Alter. Keine Sorge, ich bin's. Jetzt habe ich auch den. Ach du Scheiße. Ich aber mal schießen. Hey, hier geht's hoch auf den Dachboden. Hey, hier sind vier Bücher drin. Die nehme ich auch. Kann man hier oben noch irgendwas machen? Hier, hallo. Kommst du mal zurück in den dunklen Raum wieder? Mike kennt den. Was? Welchen dunklen Raum? Moment. Ja, da geht so eine Leiter hoch. Guck mal. Ach, guck mal. Ah ja, genau, da seid ihr. Soll ich mal mit der Panzerfaust schießen? Boah, behalte die lieber mal. Mal komm, ich hab 3 Schuss. 1 Schuss kann ich ja wohl verballern. Wir dürfen aber jetzt aber wirklich nicht langsam rum, nicht so lange rumfackeln. Wir müssen uns irgendwie mal so eine Basis bauen oder irgendwo, wo wir überleben können. Okay. Ja, warte mal, Mike. Ich bin ganz auf dem Dach. Ich bin ganz auf dem Dach hier. Da liegt er, ne? Wie bist du da hochgekommen? Da. Okay, ach, ja. Der ist Corpse untouched. Nicht, dass der aufsteht, ey. Ey. Also, Airfilter. Komm mal her. Oh, da draußen ist ein Hund. Komm mal her. Oh, oh, nicht, dass er mich verfolgt. Da. Ach du Scheiße. War mein Hund. Also, oh, cool. Hey, man kann den Boden auseinandernehmen, ist ja geil. Kannst alles auseinandernehmen. Oh, super. Komm mal wieder runter, gehen wir ins nächste Haus. Ey, warte mal, was ist das denn da? Stopp. Oh, Scrap Metal. Sehr schön. Ach, die kann man auch auseinandernehmen, die Dinger. Oh, cool. Oh, eine Schrotflinte. Mit 6 Shells. Sehr geil. Ich hab einen Bürostuhl und eine Matratze im Inventar. Ja, hier, Mike, kannst du auch mitnehmen. Die Matratze hier? Ah ja, Tatsache. Cool. Das Essen übrigens nix, nicht wegschmeißen, das braucht den. Oh, die Zombies kommen langsam auf uns zu, gell? Ja, wir kommen ja schon runter. Ja, ja. Sind schon. Wenn der Mike hier nicht so rumlaufen würde, so langsam. Wie, so langsam? Ich nehme die Beine in die Hand, wenn ich muss. Oh, hier sind Massen auf Hunde. Gehen wir mal. Ich sehe die Hunde schon, ja. Lass mal hinten in das Haus rein. Da lass mal zu der Schule, raus. Da hinten, ja, das ja, ist da hinten, genau. Ja. Warte den. One hit. Also ein Hund weniger auf dieser Welt. Ja, da. Dich verfolgt ein Hund, Stagey. Nicht bei mir. Ich bin Pro-Gamer, hallo. Ego-Shooter ist mein Hobby. Oh, was ist das denn hier? Das ach, stimmt allerdings, Scheiße. Du bist ja so ein alter CSS-Freak, ne? Ach, nicht nur CSS, oh. Alles mögliche. Hey, hier ist was ziemlich geiles, der Krater da. Boah, ist das laut. Wasser? Ey, kann man sich das Haus hier nicht auch selber zurechtbauen? Boah, keine Ahnung, du. Weil das sieht ja noch richtig schön in Schuss aus hier. Theoretisch auch versuchen, hey, holt mal eine Flasche Glas irgendwie, Glas. Hab ich. Dann kannst du vielleicht Wasser aufsammeln. Oh, das wäre natürlich geil. Will einer noch eine Pappgang? Ich hab 2 Stück, ich hab einen Sniper-Rifle. Ja, ja, gib mal her. Hey, ich kann Iron Ingots machen. Ist es hier? Ah, das nice, man, hey, wirklich, das kann man füllen, das Wasser. Oh, cool. Ey, also müsste das Glas. Das ist richtig cool. Ja, kommst du mal runter zu dem Wasser? Oh, sehr schön, Mike. Oh, ich hab Munition ja auch leeres Glas. Ja, ich komm. Um Munition zu sparen, ne, Mike? Gibt's ja auch hier Knife? Ah, Hunter Knifing. Mike, Abschlitz. Wo ist denn das Wasser? Hier, bei mir. Hier unten in dem Krater. Du musst das Glas in deine Quickslot nehmen. Ja. Du musst das Glas in den Quickslot nehmen und dann mit Rechtsklick aufs Wasser. Ah, okay. Ja, cool. Wasser gefüllt. Danke, dann erstmal hier. Also 2 Wasser habe ich pfeife schon mal einen rein. Ich hab schon 6. So, ach, jetzt sind meine Glasflaschen nochmal wieder weg. Ja, sehr. Ja, natürlich, da ist das Wasser drin. Ja, aber keine Sorge, Mike, ich hab noch was für dich. Ich fress doch nicht das Glas. Ich hab gedacht, die kommen wenigstens leer wieder zurück. Aber hier in der Schule hast du schon richtig fette Waffen gefunden hier oben. Oh, ich hab hier Can of Ham gefunden, sehr schön. Schinken. Ich hab schon ein bisschen Futter. Alter, also wenn wir Waffen brauchen, frag mich, ne? Ich bin der, der die Waffen hat. Da kommt ein Zombie. Ich höre noch keinen. Einer weg. Oh, Hilfe! Was ist los? Oh, 2 Headshots, wunderbar. Soll ich mal übrigens unseren Gast... Ey, du hast einen Cheerleader erschossen, du Arsch! Ja. Die war hübsch, wolltest du die mit nach Hause nehmen? Ja, vielleicht. Ich glaube, ich stell schon mal unseren ersten Bürostuhl auf. Hey, das ist ein Safe. Ja, die haben schon alle aufgeplündert, keine Sorge. Hier ist eine Tasche. Oh, ich habe hier auch ein Magazin und ein Hunting Knife. Sehr geil.
Ja, ich frage mich jetzt nur, wie man sich ein Lager hier irgendwie, wo wir uns ein Lager hinbauen sollen und so. Ich würde sagen, wir verbleiben erstmal die erste Nacht hier, sichern die Türen so ein bisschen ab. Ja, wie? Wie? Mit Holz können wir es zum Beispiel machen oder Fallen. Ja, Ja? wie macht man das Holz denn zu Holz? Ja, du kannst das Holz, du musst auf den Baum draufschlagen mit der leeren Hand oder mit dem Messer oder was weiß ich. Dann kriegst du Holz und kannst aus dem Holz Sachen craften im Inventar. Ach, lass mich raten, dann kannst du halt mit der Mauer auch machen. Kannst du auch, ja. Ach. Die Zombies kommen übrigens auch looten. Ja. Ja, natürlich. Ja, Mike, dann gehen wir mal raus Oh. und wir gehen uns. Wow, ich habe einen Motherload an Knarren gefunden. Ach, in dem Tisch oder was? Ja, nee, in dem Safe, der daneben liegt. Oh, da, den habe ich gar nicht gesehen. Eine Hunting Rifle und eine Pistole. Pistole ist gut. Ich habe bis jetzt immer noch zwei Waffen. Ja, magst du eine. Braucht irgendjemand eine Hunting Rifle? Also, das wie Hand lädt ihr denn Sniper? nach? Naja. Ja, ist halt eine Einschusswaffe. Stagey, du musst die Shotgun Shells bzw. die Magazine unten im Quickslot haben und dann musst du bei der Waffe rechts R drücken. Aber du musst den im Quickslot haben. Munition. Nein. So. Naja, okay. Gut zu wissen. Also mit Doppelklick macht man auf jeden Fall die schmeißt man es auf jeden Fall aus dem Inventar raus. Dankeschön, Mike. Zombie? Nee. Okay. Ach, das ist die Rifle. Okay, cool. Ich dachte, das wäre eine mit Scope. Geh mal ins Nachbargebäude gegenüber. Ja, weil hier sind bedeutend viel zu viele Eingänge. Oh, ich um habe eine ehrlich zu sein. SMG gefunden. Hast du auch eine? Ja, da habe ich auch eine. Ja. Ich habe noch eine übrig übrigens, eine Und SMG. ich hab noch zwei Pappgang, zwei Pistolen und Scrap Metal Pipe und ein Hunting Rifle. Okay. Jetzt pass mal auf, jetzt schaue ich mich mal, jetzt schauen wir mal, wie wir und was wir craften können. Hier ist noch Kappes. Hilfe? Oh. Also wir sind in dem roten Backsteingebäude jetzt hier. Genau. Aber da sind noch ein paar Ey, cool, mehr das Leben Eingänge. lädt sich ja von selber auf. Oh ja, stimmt. Oh, ich habe Painkillers gefunden, gut. Oh, schicke Sache. Aber hier sind auf jeden Fall viel, viel mehr. Oh, es ist Ey, schon es wird echt spät. dunkel. Ja. Da hinten ist noch ein Safe. Ey, schon Komm echt. Gleich rüber. Hier ist auch noch ein Safe, cool. Oh, noch eine Submachine. Ey, ich habe auch Banker. Boah! Magazine und SMGs zum Saufuddern. Jetzt pass mal auf, jetzt gehen wir mal irgendwo. Jetzt wird's mir echt hier verflucht dunkel. Lass mal irgendwo hingehen, wo nicht so viele Eingänge sind. Alter Schwede. Ja, da drüben in das Schulhaus würde ich jetzt sagen. Na, da sind auch noch echt viele Eingänge. Ich will jetzt irgendwie. Ich will Da müssen wir ja nur den einen Weg nach oben schützen. Verstehst du, was ich meine? Wir können auch oben auf das Dach gehen von dem Haus. Ja. Mach mal lieber Okay, das warst du. Aber was ist das hier? Da warst du gerade drin. Wir, Stagey, oder? Ja, kann sein. Jetzt komm, lass mal lieber nach oben gehen. Das wird richtig dunkel, Mike. Ich beeil mich hier. Ich hoffe für dich, man kann ja auch nach oben gehen. Du kannst dir theoretisch auch einen Weg nach oben bauen. Und muss dann halt nur die Decke rausschlagen. Hier ist aber auch gut. Ne, hier ist auch nicht. Dauert halt, glaube ich, bei Steinen nur ein bisschen. Darauf, wir machen das anders. Soll ich Raketenlauncher nehmen? Da sind ein paar Zombies. Ja, kannst du machen. Na, geh mal also, weg da. Ich Schieß mal, wo bist denn du? Schieß hier. Mal dahin. Ich komme hier rein in das Schulhaus. Oder Bibliothek oder was das sein soll. Die Zombies? Aus Fenster? Warte, da ich muss ist den einer. Nachladen. Da ist einer draußen. Wunderbar. Boah, nicht schießen, wenn ich dann nicht. Ey, du hast mich fast getötet. Da kommt er noch rauf. Das ist so wurscht, den einen kannst du auch töten. So, ey, wir können hier jetzt hoch. Oh, sehr schön. Ey, Concrete. Cool. Ich kann Beton mitnehmen. Aber wo ist denn der? Da. Ach, nee, du musst die Mike. Da links noch rausschießen. Was? Oh, Alter. Kommt die her? Noch einer, da kommt noch einer. Benji schießt die Wand mal hier raus. Ja, beschützt mich mal einer. Geh weg da. Ja, ich mach schon. Wo hab ich denn jetzt mein Schaffensstahl? Du hast mich ziemlich viel Leben gekostet, Stagey. Geh mal weg da. Weg da, Mike. Ja. Decke muss auch weg. Haha, jetzt hab ich keinen Schuss mehr. Ja, toll. Wir können uns auch den Weg nach oben bauen, warte. Lass mich mal durch. Ja, wir können doch auch einfach hier bleiben. Was wollt ihr denn unbedingt darauf? Naja, auf dem Dach ist sicherer. Geh mal kurz weg. Oder mach du das am besten? Stimmt, ich habe ja auch noch Concrete. Oh, scheiße. Nicht dahin.
Geh mal weg, ich mach schon. Ich beschütze dich. Also, jetzt fangen wir das Rennen an. Ich bin gestorben, weil ich runtergefallen bin. Super. Ich hab alles verloren. Nein, du hast nicht alles verloren. Ach, das Zeug liegt da unten. Wie kann ich was bauen? Rechtsklick. Aber pass auf, da kommen jetzt Zombies. Ja, toll, ich bin am Anfang. Ah, super. Oh wei, oh wei. Ohne Waffen, ohne gar nichts am Anfang sein. Ja, sehr schön. Ich laufe richtig. Yep. Also hier kann ich... jetzt habe ich hier was hingebaut. Scheiße. Shit, da kommen jetzt nicht mehr rauf. Ach, ich laufe in die falsche Richtung, verdammt. Genau, bleib hier oben und dann glaube ich ein bisschen schützen, oder? Ja. Also ich würde mich woanders wohler fühlen. Oh, du hast ja da was hingebaut, ne? Hätten wir noch einen da hinbauen vorne vor. Hab ich nicht mal... Ja, warte mal! Oh, ich kann uns glaube ich noch ein bisschen retten, wenn er jetzt da ein bisschen aufpasst. Vorsicht! Ich versuch mein Bestes. Hahaha. Komm her, blöde Sau. Ist doch gut so, oder? Oh, ich höre irgendwas. Ich habe keine... Ah, ich habe keine Munition mehr. Wie lade ich nach? Du musst die Munition unten da rein tun, wo die meine Waffen sind. In den Quickslot. Ach, die musst du in den Quickslot? Ja. Yep. Okay, gut, ich habe noch 13 Magazine. Scheiß Angeber. Ja, ich habe noch 7 Schrotflinte. Ich habe noch 6 für die Sniper. Sehr gut. Hey, ich wurde gerade von einem kotzenden Boomer verfolgt. Echt? Na, herzlichen Glückwunsch. Ey, geil, man kann zoomen mit der Knarre, Mike, und dann mit der Scrollmaus ranzoomen. Echt? Mit welcher? Jo. Mit der Sniper hier, die ich hab. Warte mal, ich hab die doppelt, glaube ich. Okay. Ja. Warte, machen wir später. Könntest du übrigens mal die Waffen unten, ja, wobei ich bin gleich da, das kann ich selber machen. Ich wollte was sagen. Das Essen. Hast du was? Ja, ich hab was. Okay. Aber nur eins halt, weißt du? Ja, ich hab auch nur einen. Aber du hast auch was, okay, das ist schon mal viel gewonnen dabei. Na toll, das bringt ja ungefähr gar nichts. Ey, ohne Scheiß, ne? Wir müssen gleich erstmal Holz sammeln und dann würde ich sagen, wir würden uns hier so ein Lager reinsichten, weil das ist ja jetzt schön hoch hier und hier oben können wir uns dann zum Schutz immer noch... Weißt du, Mike? Ja, ja. Weißt du, hier oben sind wir ja eigentlich recht sicher. Und dann sollten wir mal gucken, ob wir da uns irgendwie nach oben bauen. Hier oben rein. Oben hin. Oder wir machen einfach unten alles zu. Ja, die können das ja kaputt machen. Ich glaube, ich sehe dich rennen. Ja, ich sehe dich rennen. Pass auf. Ich werde verfolgt. Ich habe keine Stamina mehr. Dankeschön. Oh, da unten ist eine kleine Ansammlung, wo meine Waffen sind. Sammeln sich da die Zombies, das ist nicht gut. Na toll, mein Zeug ist weg. Echt jetzt? Ja, mein Zeug ist weg. Uah. Nicht schlimm, ich hab alles doppelt. Aber ich glaube, du kommst hier nicht hoch. Hab auch jede Menge. Wo wir sind. Ihr könnt jetzt mir aber helfen, weil mich eine Arscharmee an Zombies verfolgt. Okay, super. Da oben bist du sicher. Ja, mehr oder weniger. Ah, Fettsack. Ich bräuchte eine Waffe, bitte. Hier oben bist du echt sicher. Hä? Ich bräuchte eine Waffe und Munition am besten. Wie droppt dann die denn? Ja, ich mach Doppelklick. Schon. Geh mal ein Stückchen weg, Stagey. So, ich hab hier noch eine SMG, die Leisten da unten drunter. Die sagen wahrscheinlich den Zustand von der Waffe an, oder? Ja, genau. Ja. Wie viel Damage die noch machen? Ah, okay. Warte, ich hol sie mir. Und 6 Munition Magazine. Bräuchte ich am besten auch noch. Ja, ich hab dir die Hälfte Magazine hingeschickt. Achso, wunderbar, danke schön. Ach nee, ich hab mein Zeug. Achso. Ach, ich dachte, du hast dein Zeug noch. Man verliert das Zeug im Quickslot, aber im eigentlichen Inventar nicht. Sag ich doch, aber hört ja keiner zu. Warum sollte ich auch? Oh, ich hab auch eine Cheerleaderin erschossen. Scheiße, hatte ich gar nicht vor. Also hier ist die Hölle los, ey. Also ich fühle mich hier oben auf jeden Fall sicher. Kannst du mir mal ein paar Blöcke zuwerfen? Ich hab keine mehr. Mike, hast du noch welche? Nee, ich hab auch nichts mehr. Verdammt. Guck doch mal, ob den kaputt gerissen. Aber schaut mal, dass ihr mich hier beschützt. Ja, der geht kaputt. Der geht hier kaputt. Nee, weil hier kannst du... Ja, aber das dauert halt. Ja, hau doch mit drauf. Mike, mach mal mit. Vor wie Bud Spencer. Ja, du machst nur dein Schwert stumpf. Du machst nur dein Messer stumpf. Schade. Aber geht schneller, guck mal. Das ist geil. Yeah! Lass uns noch mehr kaputt haben, weil dann können wir uns hier so entlang aufs Dach hochbauen. Dann fliegen wir wieder raus und auf die Fresse. Also ich bleib auf jeden Fall hier, Mike. Wir beide reißen hier drüben ab. Lass doch einfach hier.
lass das so, wie es ist. Welchen? Und nicht so lange alleine. So ist doch ganz gut hier. Warte, ich schau jetzt mal, wie man hier craftet. Pass mal auf. Scrap Metal Wall. Stone. Kann ich alles hier machen. Ist das wohl irgendein Crafting-Rezept hier? Passt hier immer so ein bisschen auf. Ich schau mal, ja, ja. Ich schau mal nach dem Craften hier. Sieht übrigens sehr lustig aus, wie du dagegen haust, Sagey. Du haust so von unten nach oben. Kannst du mir den Block zuwerfen? Wie geht das? Q? Doppel oder Q. Schön. Okay, schau mal. Hier, da muss ich irgendwas reinziehen. Also ey, da warte doch mal, hallo. Ah, ja. Haben wir da schon so hochgebaut. Cool. Alter, ich fall hier raus, ey. Ihr darfst mich nicht schieben. Ich kann nicht schieben? Ja. Hau mal weiter mit drauf. Wo drauf? Da oben, auf den Stein. Aber ich hab gleich einen Aufgang. Aber es wird sowieso bald wieder hell. Na okay, 3 Uhr. Stone. Ich habe jetzt hier drei Stones gecraftet. Drei Baumstämme. Du drückst hier im Inventar, drückst du auf irgendein Rezept. Der zeigt dir, glaube ich, nur die an, die du machen kannst. Ach, da ist Batman. Und ziehst dann da irgendwas rein. Ich weiß nicht, wie genau, aber ich habe jetzt da einfach Steine reingezogen. Ich kann Dings, eine Mauer bauen. Ja, kann ich auch hier. Das ist... Sogar richtig viele. 8 Scrap Stück Metal ich jetzt. Wall. Ich denke mal, da muss ich überall Scrap Metal reintun. Da sind 4 ausgeleuchtet, die musst du voll machen. Also ich habe jetzt hier Wände. Ne, Reinforced Metal Siding. Boah, mit der Hand dort ist aber echt lange. Scrap Metal, jetzt mach ich erstmal Scrap Metal hier, das kann ich wahrscheinlich aus. Legend, kannst du mir kurz hier helfen, damit es schneller geht? Warte. Ja, hier ist Scrap Metal. Hä? Okay. Okay, ich mache gerade Scrap Metal ohne Ende. Das funktioniert eigentlich recht gut, so wie es ausschaut. Mike, bau mal gleich hier auch hin. Ja, ich baue gleich Metallwände. Wo soll ich bauen? Ach, da. 10 Jahre später. Bin doch schon da. Ah, dankeschön. Mike, guck mal, ob du hier so einen Seitenschutz hinbauen kannst, damit wir nicht runterfallen. Ich kann einiges bauen, ja. Wartet's. Ich habe hier unten schon mal eine erste Mauer hingesetzt. Vielleicht muss man die erst noch einhöher bauen, damit die Viecher nicht darüber kommen. Wo ist der Stein hin? Weiß ich nicht. Aber so geht's eigentlich. So geht's eigentlich auch. So, jetzt sind wir wenigstens auf dem Dach oben. Obwohl, Mike, hier oben ist geil. Mike? Ja, ja. Hier oben ist richtig geil, ja. Komm mal hoch. Ja, hier oben bauen wir unser Lager hin. Warte, ich baue jetzt hier erstmal so einen Bewegschutz hier hin. Ja, da kommt ein Zombie. Ich hab's gehört, deswegen, ja. Wo wieder abgeht, ne? Komm doch hier hoch. Also ich wollte halt einfach zu. Ich wollte da eine Dings hinbasteln, ne. Bau einfach zu. Schutz. Zack. Und zack. Und zack. Das ist zwar jetzt Metallverschwendung, hier aber. Oben hast du richtig geilen Überblick, ey. Jo. Richtig fett. Hier oben ist mal so richtige Basis hinbauen mit Lampen und so ein Scheiß. Das Gute ist, du hast hier nochmal eine Vorrichtung. Du kannst nicht so schnell runterfallen. Eben. Erstens also. Stadt und zweitens, du hast einfach die ganze Stadt im Überblick, ey. Ja. Das ist einfach das Geile. Also der Aufgang ist schon mal um einiges sicherer. Ich habe ja da auch schon hingebaut, wie du gesehen hast. Oh. Jetzt muss man. Die Nacht ist sowieso gleich vorbei, dann würde ich sagen, wir gehen als erstes mal zum Holz farmen. Ja. Warte, ich Holz haben wir ja genug hier. Ach genau, warte mal, ich wollte jetzt dir eine Waffe zuschmeißen, Mike. Hier, guck mal. Wir müssen auch bei Gezeiten nur schauen, dass wir uns irgendwie so eine Axt holen, weil mit der Axt geht das Holzhacken um einiges schneller. Warte, Mike. Ja. Ich hab hier noch, habt ihr eine SMG? Oh, da kommt ein Zombie. Da liegt die Waffe auf dem Boden, da unten. Boah, kann ich mir die Sniper nehmen? Nö. Mann, da kommt jetzt noch einer, aufgepasst.
Habt ihr noch einen Sniper für mich? Weil ich bin da der Sniper-Typ eher. Warte. Naja. Ich hab noch was, warte. Pass mal lieber einer da unten auf. Jo. Von wo kommen die Zombies überall? Kommen die nur von da unten, oder? Ja. Das ist auch der einzige Aufgang. Ja, nicht, dass sie irgendwie klettern können oder sowas. Nein, hier liegen zwei Waffen jetzt, hallo. Leiter. Okay, danke. Oh ja, Hunting Rifle. Einmal Hunting Rifle, warte, die schmeiß ich für Mike wieder hin. Genau, gib mir auch mal eine. Braucht noch einer eine SMG? Nee, hab ich. Sage, kannst du mir auch ein bisschen Munition geben? Ja. Ich hab nur einen Schuss. Welche hast du denn? Hunting Rifle. Dafür habe ich keine Munition. Was ist das andere? Ah doch, warte mal, hab ich wohl. Pass mal auf, da kommt jetzt einer. Noch einer. Alter. Wie ist der hässlich? Pass auf, guck mal hier, was ich hier hab, guck mal. Davon, ich glaube, das sind die hier. So. Ja, mal schauen. Eine Hunting Rifle. Oh ja, wunderbar. Warte, nimm alle, ich hab die Waffe nicht mehr. Achso, okay, danke. Gehst du doch einfach aus dem Inventar raus. Da geht ne irgendwie nicht, ich hab's doch versucht. Hä, hey, du machst gerade einen Turm aus Waffe, aus Munition. Ach doch, jetzt ging. Jetzt kannst du aufheben. Und? Ja, gib mir auch nochmal ein bisschen was, ich hab auch nichts für die Hunting Rifle. Achso. Ja, wie viel hast du? Okay, ich hab jetzt 16, wie viel hast du? 22, wow. Ja, du hast mir nochmal 6. Gekriegt. Schmeiß mal Nummer 3 weg, schmeiß mal Nummer 3 hin. Ey, da ist eine Biene oder sowas vor uns. Ihr? Ja? Die kommt auf uns zu. Alter, was ist das denn? Hä? Eine Hornisse. Das war auch eine dicke Hornisse, du. Schmeiß mir die 3 Munition nochmal hin. Wie schmeiß ich die denn? Also einzeln. Mach mal Kuh. Ah ja. Alter. Weißt du, wie viele Zombies hier stehen? Genug. Glaube ich. Aber du kannst, jetzt, du kannst hier, glaube ich, so eine Art Dachluke auch machen, das, die du aufklappen kannst. Zombie. Ich habe lange Knochen. Ja, ich habe auch irgendeinen Knochen gefunden. Ja, ich gehe jetzt runter und hau auf jeden Fall jetzt hier ein bisschen Holz. Oh, warte mal. Maul. Maul, hab ich dir gesagt. Das Spiel ist dreimal besser als DayZ, ohne Scheiße. Ah ja, gut. Noch. Jetzt gucken wir mal, wie es wird. Also mir macht's gerade richtig laut. Wow! Ich hab übrigens Bücher oben. Kann man eigentlich auch hier Saves und so mitnehmen? Oh! Ich bin tot. Das Viech ist explodiert und ich bin tot. Hab ich gesehen. Ah. Sag jetzt nicht, dass ich wieder am Anfang bin. Diesmal liegen hier deine ganzen Sachen auf dem Boden. Ja, ich muss mich. Nee, ich bin schon wieder am Anfang zum Kotzen, Alter. Ey, Mike, wo ich für Scrap Metal hier ist, weil der Dings kaputt gegangen ist. Oh ja. Sammelt mir diesmal die Sachen bitte auf. Ja, ich nehme mal das ganze Scrap Metal. Oh, da ist noch einer. Hier liegen die Waffen. Hab ich alles auf. Also das sind Spider-Zombies. Boah, ist das laut gerade. Hilfe, ich bin da durchgefallen. Wo bist du? Ach, du bist da. Ja, ich bin unten. Oh mein Gott, mach mir doch keine Angst, ey. Oh, eine Feder, eine Knarre. Das sind jetzt Spider-Zombies. Ich hab so das Gefühl, dass die auch klettern können. Weil da ja. Ist gerade durch das Loch geklettert. Und nur bis zu einer gewissen Höhe. Vorsicht, okay. Das ist Boomer, der Fettsack hier. Wo? Wann? Hier, der Fettsack. Der kotzt an, ey, der kotzt mich an, der Pimmel. Ja, das ist wie die Boomer von Left 4 Dead. Der explodieren auch. Der kotzt mich an, der Arsch. Den ist schlecht, der hält die ganze Zeit seinen Bauch. Ey, der kann rennen! Ja. Musst du weggehen. Du musst, wollte gerade sagen, du musst ein Stück weggehen, weil der kann auch von alleine explodieren. Ah, hab ich ja gerade von dir gesehen. Dicken. Da ist ein Hund! Ich bin gerade am Nachladen. Hilfe, ich auch! Aua! Du, die machen nicht so viel Schaden. Okay, der ist weg. Also ich bin sofort da. Alter, die halten aber richtig viel aus. Ich war gerade mit dem Sniper auf den in ihr Gesicht schießen, da war ja meine Munition alle. So, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ich sammle hier jetzt mal Steine ohne Ende und so ein Kapp ist alles. Ja, ich mach hier, guck mal, ob ich hier den Baum jetzt zerschlagen kann. Und Mike, kannst du mir die Waffen wieder herwerfen? Ich hab die alle. Hast du die alle? Okay. Ja, ich hab nichts aufgehoben. Ich denk mal, du machst mit Holz und Steine oder sowas bestimmt eine Axt und so einen Scheiß.
Weiß ich nicht ganz genau. Also ich habe bis jetzt nur eine Axt gefunden. Hau da mich nicht mich? Doch, weil du meine Waffen hast. Verpiss dich! Waffen und Munition, so 19 Schuss irgendwie. Scheiß Köter. Genau. Und die. Halt, meine SMG. Durch. Aua! Da stirbst du. Stage meine SMG-Muni. SMG? Wie viel hast du denn? 6. Du hast 6. Ja? Ich hab keine SMG-Muni. Hast du die da liegen lassen oder hat der Mike sich die gekrallt? Eins noch rein. Ich hab nichts gekrallt. Ich hab nur noch 2. Ich hab nur noch eine, deswegen wundert mich jetzt gerade. Na toll. Nö, das ist weg. Egal, schieße ich halt erstmal der Hunting Rifle. Ja, ich behalte mir die SMG jetzt auch für die Nacht auf, weil da sind doch ein paar mehr Zombies. Oh ja, deswegen nehme ich die Pappgang. Das Gute ist, wenn du den Baum umhaust, fällt automatisch der komplette Baum an und du kriegst das Holz halt dafür. Na cool. Dann aber die Steine, die hier auf dem Boden liegen oder was, die kann man irgendwie nicht aufheben, ne? Hier diese Steinstücke hier. Aua. So, ich hab ein bisschen Holz. Also da tut sich nix. Ich brauch unbedingt was zu fressen. Boah, Alter, ich verhunger gleich. Hab ein bisschen was, ich hab 2 Can of Ham. Kannst du mir eine geben? Can of Chili hab ich auch noch eine. Ich loote gerade für uns ein bisschen noch, nebenbei. Bist du? Ich bin hier irgendwo in welchen Häusern. Ich hab eine Taschenlampe auf der Karte nicht mehr. Warte mal, André. Da bin ich. Nee, das ist Sagey. Aber ich hab aufgefressen. Ich renn grad zu dir. Hier, komm her, ich hab aufgefressen. Ah, okay. Ich hab einmal Ham, wenn du möchtest. Ja, klar. Müsste jetzt irgendwo auf dem Boden liegen. Oh, den Backpack. Ja, schade, den kann ich gar nicht mitnehmen. Louis Hamilton. Ja, hab. Danke. Da ist noch ein Backpack. Auf jeden Fall, zweite Taschenlampe. Taschenlampe, oh geil. Ja. So, und was zu trinken hab ich nicht, aber ich hab ein leeres Glas. Und ich hab wieder ein Safe. Pass mal auf, wo war das Wasser? Das Wasser war da bei uns, hier oben direkt bei dem Loch, gell? Oh. Ich nehme einfach mal alles mit hier oben, die ganzen Knarren. Die kann man bestimmt auseinandernehmen oder so. So, um jetzt einfach mal vorwegzugreifen, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich sehe das Spiel auf jeden Fall LPT-fähig. Jo. Oh, ja. Oder? Jo. Ich habe jetzt genau 3 Taschenlampen gefunden. Sehr schön. Also das ist auf jeden Fall richtig, richtig spaßig. Das ist richtig geil gemacht. Ja. Und ich muss sagen, also für eine... ich habe Benzin gefunden. Oh, Benzin ist gut. Benzin, sehr geil. Aber mich kann den Zombie nicht mich immer noch, ne? Hey, ich kann ja den nicht umbringen. Hey. Du hast doch hier diese komischen Steine, die hier auf dem Boden liegen, ne? Ja. Kann man die nicht auch irgendwie aufheben? Ne, ich hab die schon versucht zu boxen, aber das geht nicht. Also da ich hab einen Luftfilter gefunden. Lol. Also manche Steine kannst du aufheben. Ja, Steine also schon, aber diese Betonklötze meint er wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Ja, die kannst du nicht aufheben, leider. Also ihr könnt euch gleich schon mal freuen, ich bin voll gesinnt mit Munition. Ja. Hey, ich hab schon 10 SMG-Munition jetzt. Ich hab schon 62 Holzloks. Oh, sehr schön. Ich hab hier Painkillers gefunden, ein paar. Vielleicht auch nicht so verkehrt. Noch eine Taschenlampe brauche ich ja nicht mitbringen, ne? Ich hab jetzt genau 3. Am besten wär's für jeden. Ja. Vielleicht gehen die Batterien aus oder sowas. Ach, geil! Ah, ne, das geht leider nicht. Schade. Wenn du noch Platz hast, dann nimm die Taschenlampe mal mit, weil nicht, dass die Batterien leer gehen oder sowas. Boah, ich hab so Angst, dass hier was passiert. Aua! Boah. Ja, du darfst dem nicht drunter stehen. Danke. Orden das, bis es kaputt ist. Boah, Jungs, ich hab hier gerade ein richtig geiles Haus gefunden. Ihr seid. Boah! Was los? Ich find hier gerade nur Knarren. Ich bin so voll geschissen mit Painkillers und Knarren, ne? Das ist der Baum. Wahnsinn. Der Baum will nicht kaputt gehen. Ich loote hier mal in die andere Richtung. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist echt ein sehr nice Spiel. Aber hallo. Hätte ich nicht mitgerechnet. Spaß ohne Ende. Boah, das weil ich fand den Preis ja auch schon ein bisschen unverschämt. Ja, muss ich auch ehrlich sagen. Also hier der Standard-Steam-Preis, der ist schon heftig für einen Early Access.
Also Jungs, mit Waffen haben wir schon mal keine Probleme mehr. Den Baum nicht kaputt. Ich habe hier was gefunden, was wahrscheinlich unsere neue Basis werden könnte. Achso, ich habe keine Ausdauer mehr, deswegen. Boah, hier schaut's. Hier ist richtig, richtig, richtig schön geschlossen alles. Mit intaktem Treppenhaus und allen Scheiß und Klump. Ja, aber die Treppenhaus ist ja gut, wenn die kaputt sind. Wieso, hä? Ach, ich habe die Taschenlampe auf den Bogen geschmissen, deswegen. Also Taschenlampen kann man auch nur bis 50 decken. Schaut verdammt geil aus, wenn die Bäume immer kaputt gehen. Ja. Hey, ich habe einen Stuhl. Cool. Das ist meiner. Ich habe auch einen Bürostuhl. Ich glaube, 85 Holz reicht erstmal, oder? Ja. Das reicht erstmal. Ich habe auch 22, das reicht schon eine ganze Weile. Ich habe gar kein Holz. Ich habe uns nur mit Munition und so vollgeschissen. Ich habe jetzt auch eine Taschenlampe gefunden. Aber was sehr nice wäre, ne? Ey, das Haus hier ist der Hammer. Wäre irgendwie so ein. Kann man nicht hier auch Kisten bauen? Ja. Boah, okay. Oh, nice. Gut. Dann bauen wir gleich eine. Ja, das ganze Crafting-System, das müssen wir erst einmal kapieren, glaube ich. Ey, hier ist ein Stuhl. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Chicken Ration. Ich verprügel gerade Zombies mit dem Stock. Echt? Safe. Also wir können natürlich auch die Safes hier nehmen und da Zeug reinpacken und so. Ja, wie können wir uns die denn mitnehmen? Ob wir die mitnehmen, kaputt hauen. Ist die andere Frage. Ja, kaputt hauen. Ey, ich hab hier den perfekten Platz, Alter. Wo bist du, Stagey? Du bist hier in der Nähe, gell? Ich bin bei dir, ja. Ja, schau mal hier rüber. Siehst du mich hier? Ja. Hier oben. Aber den finde ich nicht so gut. Ey, der ist... Ich den anderen besser. Ne. Obergeil, der Platz hier. Vor allem geht's da noch weiter hoch. Das Problem ist, da kommt aber auch jeder Zombie hin. Eben, erstens dann und zweitens, da oben hast du die komplette Stadt im Übersicht. Darfst du nicht vergessen. Und du hast noch diese... Na, ich rede jetzt mal einfach so. Da hast du diese Gauben und diese Vorsprünge, ne? Ja, hä? Das ist dreimal besser. Meinst du? Hey, ich hab Federn und Eier gefunden. Boah, die Zombies sind aber echt komm laut. Komm mal her, mein Freund. Guck mal, ich hab dich ja lieb, ne? Komm mal her. Dreh dich mal. Oh ja. Okay. Was kommt jetzt? Falls es eine Taschenlampe ist, ich hab schon eine. Ach, eine Sniper Rifle. Oh, geil, danke schön. Jetzt brauche ich nur noch die Munition dafür. Oh, der hat ja noch gar keinen Auto dran gewesen hier. Oh, ich habe hier noch irgendwas gefunden. Short Metal Pipe. Wie viel Munition brauchst du denn? Genug. Also ich habe auf jeden Fall schon mal 3 Matratzen für uns. Das ist die Munition. Das ist die Munition, ja. Ach cool, danke. Was ist die für die Hunting Rifle oder? Nee, Sniper Rifle. Ach geil. Oh, was zu fressen. Sesam. Oh, irgendwas flüstert mir hier die ganze Zeit ins Ohr. Mhm, hab ich auch gehabt. Die flüstern da die ganze Zeit so rum. Also Jungs, ganz ehrlich, ich finde dieses Haus hier viel geiler. Killefits. Also ich nehme jetzt nicht jede Waffe mit, ne? Ich bin so voll geschissen mit Waffen. Ich wechsel die Waffen. Alle, die gut sind, nehme ich mit und die ich kaputt im Inventar habe, die tue ich raus. Ja, dann nehme ich die halt mit. Wo bist du? Vielleicht kann man die auch kombinieren, wer weiß. Ja, ich glaube schon. Ich bin so vollgeschissen. Okay, also für Wasser ist gesorgt. Oh, ich habe wieder Raketenmunition. Und noch einen Raketenwerfer. Sehr schön. Also Wasser und Essen ist gar kein Problem vorerst. Wenn er was braucht, sagt's Bescheid. Ja, da ist ein Klo. Kann man mitnehmen? Klo? Ich will's gar nicht, weil so wie das aussieht. Das ist egal. Ja, ich wollte sagen. Du, ich hab auch Bedürfnisse. Ja, ist doch gut. Also oh, ich finde, wir sollten jetzt mal kurz wieder zurückgehen, oder? Zu unserem Haus. Ja, Moment, ich habe hier noch Zeug zum Einsammeln und zwar viel Munition. Okay, also ich habe jetzt 18 SMG, 15 Pistolen, 13 Schrotflinten und 7 nochmal von den Sniperwürfeln. Hey, ich glaube, wenn wir uns Matratzen mitnehmen, können wir auch auf dem pennen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich habe auch eine Matratze. Ich habe 3 Stück dabei extra. Okay. Also, das war auch so mein Gedanke, dass wir damit vielleicht irgendwie irgendwas draus bauen können. Ach, das ist doch, glaube ich, hier unser Haus, oder? Ja, okay, so wie es aussieht, ja, ist unser Haus. Ja, weil wir haben es jetzt schon wieder 17 Uhr. Oh ja.
Oh ja, wisst ihr was? Dann gehen wir mal jetzt zurück. Also ich auf jeden Fall. Ich habe nämlich so viel Scrap Metal dabei. Ich auch. Ich habe wirklich einen ganzen Arsch voll. Weil dann können wir uns da oben mal überall Zäune drum bauen, weißt du? Ja, nicht nur das, auch wenn man gut eine Kiste oder so, ob man sowas bauen kann. Ja gut, Kiste können wir uns ja später drum kümmern. Weißt du, was ich jetzt mal probieren kann? Kann man die Tasche nicht mitnehmen? Die Tasche ist kaputt gegangen. Die Tasche ist kaputt gegangen. Was mich mal interessiert... Jungs, ja? Scrap Metal Door. Habt ihr gehört? Sleepback. Sleepback, Metal Door. Sammelt auch übrigens mal, wenn ihr an so einem Vogelnest vorbeikommt, die Eier mit ein. Das kann nämlich sein, dass wir die Eier nicht braten können oder so. Das auf jeden Fall. Ich habe vorhin schon ein paar gefunden und einen Haufen Federn übrigens. Ja, Federn habe ich auch ordentlich und ich habe jetzt wieder ordentlich Munition. Munition, Waffen und Schießboot. So, dann schaue ich jetzt mal hier nach Reinforced Metal Siding. Das schaut nach einem Zaun oder sowas aus. Oh, meine rechte Hand schläft gerade ein. Ich finde das so geil, dass die Toolbar da unten so aussieht wie so ein Gürtel. Ja. Aber wie lange braucht denn der Baum, hä? Du musst doch auf deine Ausdauer achten, weil wenn deine Ausdauer weg ist, machst du keinen Schaden mehr am Baum. Warum sagst du das denn nicht mal her? Hab ich doch vorhin schon. Boah, ich nehme mir Scrap Metal aus dem Nachbar ohne Ende, jetzt habe ich aber nichts mehr. Es war jetzt vielleicht auch gar nicht mal so klug, dass ich hier gleich schon mal alles vercraftet habe. Ja, das war nicht klug. Ey! Ich bin gestorben! Geh mal schnell eine meiner Sachen aufheben! Wieso? Wo bist du gestorben? Hier, da unten, direkt vor unserem Haus, da ist noch ein Baum. Okay, ich laufe hin. Hast du einen Baum umgehauen? Nee, andere Seite, Mike, dreh dich nochmal andersrum. Ach, scheiße. Ich bin oben auf dem Dach. Also ja, ich komm schon. Ja. Aber ich hab fast, mein Inventar ist fast voll. Ja, da liegt aber überall Munition und richtig viel Munition. Oh, scheiße, jetzt muss ich mal rennen, ne? Ich hab keine Ausdauer mehr. Scheiße, der Baum ist auf mich gefallen. Links von Gravetown oder rechts von Gravetown? Rechts, mit dem Schriftzug. Rechts, da wo du vorhin gestorben bist. Da geradeaus, das ist ein Baum. Okay. Da liegen meine Sachen. Okay, da ist ein Baum. Da sind mehrere Bäume. Ja, da muss irgendwie auch... Oh, ich komme jetzt. Scheiße. Ich baue gerade unser Häuschen ein bisschen. Ein kaputter Baum, oder? Ja, kann sein, da muss auch Holz liegen. Seht aber nichts. Ich komm jetzt, Scheiße, ey. Ich schau auch mal runter. Auf jeden Fall richtig viel Munition, 4 Waffen müssen da liegen. Tut mir leid, ich sehe hier leider nichts. Weil ich bin einfach nur blind. Boah, es wird jetzt dunkel, ey. Wir haben 20 Uhr. Anderes Haralte, der da gerade unten auf die Straße gerannt ist. Hä? Ich hab doch rechts gefragt und du hast rechts gesagt. Ja, von mir aus ist rechts ist Maus. Nicht jetzt links. Ich bin jetzt, wenn ich vorm Haus stehe, rechts. Ja, dann passt doch. War doch die richtige Seite, wo links, ich gerade war. Wenn ich ja, ich hab das Zeug hier. Ja, ich bin jetzt auch gerade nach links gelaufen, weil ich gerade eben rechts war. Hast du zwar alles, Mike? Auch Munition und so? Ja, ich habe ein bisschen was hier gefunden. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles war. Ja, genau, da bin ich gestorben. Genau da. So, ich dachte, der Baum war kaputt. Schau mal, ob der Baum was ist. Gegangen. Ja, jetzt ist er wieder respawned. Geh mal rauf hier. Da ist irgendwo noch ein Safe. Lass mal hier hoch, hallo, es wird dunkel. Und ich habe keine Waffen. Und keine Munition. Ja, Waffen und Muni kann ich dir jetzt geben. Ich habe hier. Ich drop hier mal alles. Ja, ich habe ja auch ein bisschen Muni. Okay, eine SMG. Ach, da geht's lang. Na? Eine Pumpe. Mal schauen, was man sich alles so craften kann. Munition, eine Pistole. Zeug, hier ist nochmal Pistolenmunition. Kein Sniper-Rifle dabei? Nee, eine Sniper habe ich hier nicht. Ich hab noch eine... Mist. Nee. Okay, ich hab eine, Mike, für dich auch hier. Eine Sniper habe ich, also die hast du mir vorhin schon gegeben, aber... Achso. Mehr habe ich nicht. Aber egal, SMG-Pistolen und so. Doch, ich hab hier Sniper. Entschuldigung. Hier. Fuck, ey.
ärgert mich jetzt. Haust du die alles so weg? Mit der Hand normal? Ja, die kann man jetzt auseinandernehmen. Das geht ganz gut eigentlich. Oh, ich habe mir ein bisschen Papier aus dem Buch gemacht. So. Ich kann auch gleich noch ein paar Blöcke kaputt schießen, wenn ihr wollt. Nee, lass mal ruhig. Wir haben jetzt so viel Baumaterial, glaube ich. Ich denke mal, das sollte reichen. Da fällt immer was nach unten, ne? Das ist viel blöder. Oh, man kann sich auch ein Campfeuer machen. Jo. Kommt ihr klar? Der kommt nicht mehr. Ja, man kann sich die Treppe ganz auseinandernehmen, geht das? Dauert zu lange. Ja, das wäre auch vielleicht eine Idee. Aber dann kommen wir auch nicht mehr rauf, also das ist Käse. Ich frag mich gerade, wie man sich einen Schlafsack machen kann. Ein Schlafsack, das weiß ich auch nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall Tommy. Die Materialien dazu habe ich. Krankenschwester, hallo? Ich gehe mal hier runter. Das Scrap Metal aufsammeln. Okay, wow. Der Spider-Zombie konnte die Treppe hochklettern. Ich werd angegriffen von dieser scheiß Biene. Echt? Oh. Komm hoch. Tot. On my way. Passt. Du bist tot? Ja. Soll ich euch auch Schlafsäcke machen? Ich kann. Wir haben Ratten geholt. Ja, Schlafsäcke. Ja, hallo. Ich möchte jetzt hier mal rauf. Alvin! Ingott, was ist das? Jungs, hey, ja, hey. Ja, Hilfe. Ich stehe hinter dir. Ja. Hier kommt eine Kanonade Zombies hoch. Mike, hast du noch einen Schlafsack? Ich bin am Nachladen. Oh. Boah, was ist das für ein Tank? Warte mal, beschütze mich mal kurz. Oh, explodierender Fettsack. Geil, du kannst Eier nachladen. So, Mike, jetzt beschütze mich mal kurz. Ja, ich gebe mein Bestes hier. Wo bist du? So, jetzt kommt da erstmal keiner durch. So, hast du noch Cloth Fragments? Also Kleidungsfragmente? Ja, Cloth habe ich jede Menge. Schmeiß mir die mal her. Biene. Boah, was ist das für ein Viech? Das ist riesengroß. Boah, hier unten ist Cloth Fragment. Ist eine Tür? Okay, dann mach ich mal Schlafsäcke. Ich hab da kurz erstmal Holz hingetan. Ey, Jar of Honey. Ach, dann kriegst du einen Jar of Honey. Also ich schmeiß euch mal ein paar, jedem einen Dings hin, einen Schlafsack. Da liegt einer und da liegt einer. Hey, aus 22 Burnt Wood, also abgebautem Holz, kann man 88 Bauholz machen. Ja, ich weiß. Aber geil. Bringt nichts in Schlafsack, den kannst du nur wieder aufheben. Echt? Nee, dann kannst du nicht den pennen. Da kannst du bestimmt mit dem pennen. Nein, du kannst da nicht rein, du kannst nur wieder aufheben. Herrlich, oder was? Ja. Mike, dann da schläft, liegt immer noch. Vielleicht brauchst du erst einen richtigen Raum oder sowas. Hörst du das? Die machen da unten alles kaputt. Achso, das nee, ich mach hier. Helf mir mal mit dem komischen Dings da. Matratze? Vielleicht. Ah ja, die Matratze hört sich an wie Stahl. Aha. Kann man sich keine Truhe bauen? Das wäre mal viel besser. Mein Inventar ist voll. Das wäre schon ganz geil, ja. Aber das schauen wir gleich mal. Würde mich interessieren, wie ich das Campfire machen kann. Warte mal, geh mal da weg. Das liegt hier links um die Ecke. Hier. Okay. Und Achtung. Zack. So, ist doch schön. Jetzt müssen wir hier noch eins rausschlagen. Zack. Hilfst du mir da schnell? Wen meinst du? Einen von euch beiden. Ja, ich mach mir gerade was. Hat welcher noch Hoodcap? Was für ein Ding? Hoodcap. Mit Autoreifen. Also hier diese Dinger. Nee, die mache ich alle zu Scrap Metal immer. Okay. Ich hab nämlich nur drei, deswegen. Okay. Was ist denn ein Trunk Burnt Tip? Keine Ahnung, du haust das Falsche, glaube ich. Du musst links hauen. Ich hau da. Achso. Ja, weil der zeigt dir nämlich an, was für Dingens du machen kannst, was du craften kannst. Genau. Und
Und ich habe auch rausgefunden, irgendwie so das, was grün gezeigt wird, das hast du schon mal gebaut. Genau, ja. Ist so. Und dann füllt das automatisch. Genau. Hey, ich kann mir ein Iron Ingot machen. Ja. Ja, kann ich auch. Ich mach das jetzt auch mal. Gucken, was das bringt. Aus was? Aus dem Scrap Metal? Ah. Ja. Ich denke mal, daraus kannst du dann Tools machen. Forged Metal. Was ist das denn? Forged Metal, also geschmiedetes Metall. Ah, und wenn du das gemacht hast, kannst du immer mehr machen. Wahrscheinlich. Forging Metal, okay. Würde jetzt aber trotzdem interessieren, wie ich das Campfire mache. Jo. Ui. Ich hab hier Bone Shift. Ich hab keine Ahnung, was Bone Shift ist, aber ich glaube, ich habe mir gerade ein Messer aus dem Knochen gebaut. Ja, genau. Hast du auch. Okay. Vielleicht ein Ei? Ich hab keinen blassen Schimmer, wie ich das Campfire hinkrieg. Ja. Sind wir schon zu zweit. Ich denke mal, du brauchst das unbehandelte Holz, weil es ist nämlich schon Burnt Wood, also Holz. Ja, ich habe Old Wood und Lock. Ja, ich habe Lock Cabin Wood oder Old Wood. Okay. Puh, keine Ahnung. Halt noch das normale Burnt Wood. Aber ich muss irgendwas um. Ah! Ey, was ist denn Bucket? Bucket Wunderbar. Ist ein Eimer. Ach, cool. Ich hab's. Du kannst einen Eimer bauen. Mach uns mal ein. Ich mach uns mal ein Lagerfeuer. Jo, mach das. Kann man das auch anzünden? Ich hoffe Stimmt. doch. Wir haben wahrscheinlich entweder Benzin oder sowas brauchen. Hab ich doch gehabt. Ja, genau. Ach, gut, dann. Hier. Ich hab's. Versuch mal das anzuzünden. Aber wir brauchen trotzdem noch Feuerzeug. Feuer habe ich aber nicht. Kann man da nicht vielleicht einfach drauf schießen? Irgendwie nicht. Nee, schmeiß das da drauf, du musst. Schmeiß mal drauf. Weil dann schieße ich das Ding an. Nein, draufschmeißen, das bringt. Nein, ey, verballerst du das ganze Benzin? Kann man, glaube ich, so nicht benutzen. Oh, ich muss mal trinken. Wie schaut's bei euch an der Essens- und Trinkensfront aus? Ganz okay. Ja, du kannst es sonst nicht benutzen, du musst das. Du kannst nur drauf schießen. Ja, dann warte mal, bevor du jetzt hier da anfängst drauf rumzuballern. Ja, natürlich. Erst noch einen Happen zu essen reinknallen. Vielleicht schießen wir mal mit der Schrotflinte drauf. Hey, das bringt nix. So, ich bin weg. Aber was ist dieses Trunk-Burnt-Tipp? Das interessiert mich mal. Wisst ihr was? Ich glaube, ich weiß was noch. Hat noch irgendeiner Scrap Metal? Also, oder ein Iron Ingot? Ja, ich hab drei. Dann schmeißen wir einen Iron Ingot hin. Oh, hab ich. Ja. Super. Weil ich wette. Ah, ne, okay, Forging Metal. Scheiße, ich wette, man hätte. Also ich hab gedacht, man kann vielleicht irgendwie Flint in Steel machen oder sowas, weißt du? Warte mal. Short Metal Pipe, was ist das denn? Kleine Metallpipe ist das. Kann ich jetzt aber nicht genau sagen, was das bringt. Da habe ich auch zwei Stück davon. Ich denke mal, es ist ein Crafting-Rezept. Soll ich mal nebenbei gucken, ob ich irgendwie mal rausfinden kann, wie ein Feuerzeug funktioniert? So eine Crafting-Liste raussuchen. Lol, das Ding ist zwei Hits weg, Mike. Hier diese Metallwand. Hey, ich kann mir Sticks bauen jetzt, warte mal. Aha, okay. Es wird schon. Guck mal, das hält ja hier gar nichts aus, Mike. Ja, das ist ja auch irgendwas komisches, was du da gemacht hast. Ja, aus Scratch Metal, ne? Also Forged Metal. Ja, aus Forged Metal. Ja. Das ist ja auch eben was, ist ja auch was ganz was anderes. Warte mal, ich glaube, ich hab was. Das, was du machst. Ah, jetzt, hey, ich kann mir was bauen. Warte mal. Jetzt kann ich richtig was bauen hier, pass mal auf. Eine Fire Axe, ein Garden Hoe, Hunting Knife, Leather, Paper, Sharpened Stick und Sledgehammer. Ich brauch auf jeden Fall ein Fahrzeug. Gekriegt. Ich hab Sticks gebaut. Ich hab jetzt irgendwie Baby Fire gemacht. Ey, Maschendraht! Ich schau mal kurz. Wie man ein Feuerzeug machen kann. Ey, Mike, guck mal. Ne, wisst ihr was? Ich würde sagen, die schauen, ob wir Feuerzeug und sowas machen können. Nehmen wir uns einfach für die nächste Aufnahme mal vor. Ja, stimmt eigentlich, weil jetzt haben wir genug Zeit gehabt. Genau. Guck mal. Jo, Moment. Maschendraht. Moment. Aber zum Abschluss will ich noch einer was sagen.
Ja, warte, ich will nur noch kurz snipen. Nee, will ich nicht. Guck mal hier, Maschendraht. Cool. Ich hab einen Sledgehammer, das ist geil. Erzack rennt auf den zu. Da will ich jetzt noch einen Test machen. Die halten aber echt viel aus. Ah, okay, das Sledgehammer ist schon mal eine Spur besser. Ey, damit kannst du bestimmt hier das Haus auseinandernehmen. Hör mal auf damit. Hau mal hier auf so ein Stück Holz, so Haus oder so. Hier. Ja. Machen wir mal. Oh, 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 da geht's aber unten richtig ab. Oh ja. Oh ja. Oh, es geht schon um einige schneller. Wo seid ihr? Hier, auf dem Dach. Gut, lass uns mal die Pause machen, oder? Genau, das ist ein guter Plan. Eine Stunde haben wir jetzt. Und ja, so wie es aussieht, wird das sowieso ein LPT-Format werden, oder? Oh ja, genau. Na denn, dann mache ich jetzt hier den Kappes noch weg. Oh, dann mach mal. Also so viel schneller geht das aber auch nicht. Das braucht doch schon ziemlich lange. Aber wer weiß, was das war, was ich jetzt... Warte, ich möchte auch noch einmal was machen, bevor wir Ende haben. Seid ihr bereit für den ultimativen Showdown? Jetzt achte mal, Gott. Bleib genau nicht, da stehen. Nicht schon wieder mit dem Raketenwerfer. Super. Hey, irgendjemand hat noch eine Nisse getötet. Ach, der Stagey, glaube ich. Nee, die ist einfach so gestorben, glaube ich. Genau. Na gut, dann verabschieden wir uns, oder? Genau, dann verabschieden wir uns vorerst und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Aufnahme. Und denne, also. Bis denne. Ciao. Ciao.